Wir gehen rein in Craft Attack. Wer ist alles drauf? Klim. Oh, Klim macht heute seinen 52-Stunden-Stream. Oh, da wissen wir auf jeden Fall, wen wir hosten später. Geh rein da. Petrit macht was mit Wither. Wither wurde in Remis Haus gespawnt wegen Petrit. Digga, was? War nicht irgend so ein Friedensakt mit Petrit? Oder habe ich was falsch verstanden? Also hat Petrit nicht irgendwie gesagt, yo, er klaut nie wieder, macht nie wieder was kaputt? Uff, die Zeiten sind vorbei. Freunde, ich glaube, es wird Zeit. Ich glaube, es wird Zeit, sich einzumischen. Aber das Ding ist, ich brauche Raketen. Junge, jetzt Roleplay, Freunde. Okay, Freunde, wir equippen uns kurz und dann geht's ab. Junge, Rewe wird da gerade komplett hops genommen von Petrit. Okay, Freunde, wir müssen jetzt aber schnell machen. Denn ihr seht ja gerade, was abgeht. Rewe ist auch nicht so gut zu sprechen, I guess. Ich glaube, Petrit ist hart equipped. Petrit hat halt jetzt übergutes Equip, weil er halt gegen Reef mal gefightet hat. Also wir müssen auf jeden Fall, also Rumatra ist auch Homie von uns. Er hat uns nämlich Dias geschenkt. Dementsprechend müssen wir auch zu Rumatra halten. Die Frage ist, wo sind die im Discord oder so? Ja, mir antwortet auch keiner. Ist es wirklich so krass da gerade? Ist da gerade diese andere Verfolgungsjagd oder was ist da los? Weil der Revis Haus ist ja da oben, ne? Ich glaube, es hat sich erledigt. Huch, Petrit, Junge. Okay. Junge, ich war schneller Discord als Revi einfach jetzt. Farbe, was geht? Moin Petrit, mit dir habe ich gerade nicht erwartet. Digga, wehe, du gehst auf die Seite von Revi und jagst mich mit. Erstmal gemutet. Ich muss auf den Trimax Discord. Ich quitt mal raus. Ach, Petrit, Junge. Ich war doch noch nie auf der Seite von Petrit, hä? Was ist denn das jetzt? So, Mom? Wie komme ich jetzt auf den Trimax Discord? Wie finde ich den? Wait, save unter irgendeinem YouTube-Video, oder? Molle, der Trimax hier, hol dir das ganz. moin. Ist wieder Krieg moin. Ausgebrochen, oder was? Bro, Fabo, wir fahren jetzt Petrit bis zum bitteren Ende ab. Ich bin dabei. Wir jetzt den kompletten Stream darauf verwenden, dass der keinen Spaß mehr hat, dass der von alleine quittet. Hey, der hat doch aber so einen Vertrag dingsbumsmäßig mit dir gemacht, oder? Ja, scheiß Digga, der hat gerade mein ganzes Lager gesprengt. Mein Haus ist eine komplette Ruine, Alter. Hier steht was war das denn für ein Vertrag, Alter? Wurde aber ganz schön abgezogen. Fabo? Ja. Ist der bei Rotpilz gerade? Er war gerade bei Rotpilz, ich weiß nicht, wohin er sitzt. Also er ist halt wieder unsichtbar unterwegs, ne? Rotpilz komplette Base griefen. Ich finde, immer da, wo er sich hinstellt, zerstören wir alles um ihn herum. Nein, weil das Ding ist, dass Rotpilz die ganze Zeit zulässt, dass er sich bei ihm wieder neu ausstattet. Und das ist Zusammenarbeit. Das ist Verrat. Punkt. Kunga will jetzt auch Beef. Egal, wir sind zu dritt. Wir fetzen heute ganzen Server auseinander, mir ist egal. Naja, Spark und ich kämpfen nicht. Wir machen die Null-Tode-Regel. Max, du hast 29. Die Null-Tode-Regel. 29. Ja, bei 29 ist dann danach ist Null, weißt du? Ich bin für Ingame-Knast, Alter. Ingame-Knast. Ich beschädige das. Ich bin entweder das, Ingame-Knast für 3 Tage, vorne bei Joker dieser Knast, oder Bann. Ingame-Knast, Junge. Wir bannen ihn einfach 3 Tage und dann muss er noch 3 Tage in dem Knast verbringen. Knast. Mann, Alter, der soll jetzt hier mal, Digga, sich melden, Mann. Wir sind alle er ist drin. Ja hier drin. Alle sind drin. Ja. Was soll ich denn sagen? Warum? Du hast angefangen. Was? Und außerdem habe ich den Mutter gar nicht gespawnt, du hast ihn selber gespawnt. Du gehst jetzt in den Ingame-Knast, dafür ist er da. 3 Tage lang, 24 Stunden, 3 Mal. An Spielzeit aber, das heißt, du musst 3 Tage Spielzeit 3 Tage. Nein. 3 Tage wach sein und im Knast sein. Ja. Nein, mach ich nicht. Ja, okay, band dann. Mich, mir egal, band mich. Für wie lange? Ein paar Stunden. Nee. Wird schon länger dann sein, der Bann. Für das komplette Jahr? Ja, Arsch eigentlich, Digga. Ja, bis zum Ende des Jahres. Du darfst erst 2020 wieder spielen. Das wird. Das glaube ich nicht, dass das gerade hier beschlossen wird. Das ist gar nicht so blöd. Das passt das auch. Guck mal, ist der 27. So das Glück, dass es nicht irgendwie April oder so ist. Oder Ingame-Knast, Petrit. Kannst ja auch so ein Petrit. Entweder du wirst für komplett 2019 gebannt oder für komplett 2020. So, wird ein Schuh draus. Schön. Traut euch, eine dieser Konsequenzen bei mir zu machen, wenn ich da rauskomme, ne? Ob aus Knast oder aus diesem Bann, ne? Ich werde euch umbringen, alle, ne? Also ich sag's euch. Oh, Junge, die Drohung. Aber die Idee von Spark finde ich eigentlich auch geil. Den Spawnpunkt irgendwo bei 30 Millionen Blöcke setzen, ihn töten und er muss zurücklaufen. Das ist eine sehr gute Rache. Dann kann er zwar die ganze Zeit spielen und muss irgendwie eine Scheiße. Ja. Das ist halt echt gut. Das ist halt echt das gut. Ist einfach das ist nicht sogar mehr. Content. Das ist aber gratis Content. What the fuck? Schreib den Titel. Junge, die Welt verbannt aus der Stadt und dann läufst du zurück. Wir rüsten dich sogar aus. Wir geben dir alles, was du brauchst. Wir geben dir Essen mit, wir geben dir Equipment, das wir geben reicht, dir alles. Das reicht. Ja. Ihr könnt mich 50.000 Blöcke von mir ohne Essen, aber nicht die Slowness. Von mir ist auch die 50.000 Blöcke ist nicht weit genug, Alter. 1 Million Blöcke, holy shit. Ohne 30 Millionen Blöcke hatten wir gesagt. Also ich fände es mit dem Blöcke wegtipping gut. Und jetzt. Das ganze Projekt über Slowness wäre halt auch funny, ne? Nein. Nein. Ich finde, wir verbannen ihn ohne Slowness, aber dafür. Ich glaube 200.000 Blöcke. Aber nee, 2 Millionen. Ich gebe ihm ein Brot mit.
Muss ich einteilen, Mann. Wieso stehen wir eigentlich alle auf meinem Beacon? Keine Ahnung, ich fand das halt cool aus, wenn man hier so wegtippet wird. Ey, der ist sogar falsch gebaut einfach. Oh, ja, geil. Oh. Fallschaden bekommen. Er ist weg. Warte. 992.000 Blöcke! Also ist meine Z-Koordinate. Sehr geil. Gut, Leute. Ja, moin. 1 Million Blöcke. Dann bin ich an der Stelle sehr, sehr zufrieden, Leute. Patrick, ist ein voller Erfolg für alle Angehörigen. Okay, Real Talk, erstmal mit. Wollen wir einmal im IKEA verstecken spielen? Ich guck wirklich weg und du kannst dich überall im IKEA verstecken. Okay, lass machen, aber lass Emote only. Ja, okay. Also ich versteck mich? Ja, du versteckst dich irgendwo im IKEA, nicht in der oberen Etage, okay? Also nicht Restaurant. Und man darf keine Blöcke abbauen, ne? Genau. Nicht Blöcke abbauen und so. Ich stehe an der Tankstelle und zähle jetzt bis. Wie viel soll ich zählen? Oha, ja, zähl bis 60, oder? Okay. 1, 2, 3, 4. Soll ich wirklich bis 60? 8, ja. 9, 15, 16, 17, ja, 18, chill, 19, Bruder, 19, hallo! 27, 28, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 14, 14, 60, ob versteckt oder nicht. Warte, ich stelle einen Timer, du musst mir dann zeigen, wo du genau dich hingestellt hast. Ich mache einen Timer, wer wen schneller gefunden hat. Okay, und ich drehe mich jetzt um. Und nicht in den Chat, ich gucke die ganze Zeit nur auf mit unserem Mail. So, aber mit Sneaken wahrscheinlich, ne? Ja, obviously mit Sneaken, ne? Ja, mit Sneaken. Keine Blöcke abbauen, ne? Ja. Na, Basti dauert schon ein bisschen, wa? Ja, bleiben Sie mal ruhig. Also haben wir jetzt mit Restaurant gesagt? Ne, ohne. Aber es gibt schon ein paar gute Verstecke, ne? Mhm. Kann man auf jeden Fall öfter mal machen. Oh nein! Oh. Okay, das war ein gutes Versteck. Ja, war halt ein bisschen obvious, ne? Du kannst bis 60 zählen. Bist du ready? Ja. Okay. 1, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, chill. 40, 41, 42, 43, chill. 50, 51, 55, 56, 60, ich komme! Ich hab keinen Speed, was soll das denn? Also nicht oben, ne? Ja, wie wär's mit Sneaken? Scheiße, ja, aber das ist kacke. Warte, kannst du nochmal machen? Das hab ich nicht berechnet. Es ist low. Ich wollte mich auch schon da drin verstecken, das war auch meine erste Idee. Ja, okay, ich geb dir nochmal 30 Sekunden. 1, 15, 16, 28, 29, 30, ich komme! Oh mein Gott, ich hab so Angst! Oh Mann, Alter. Junge, es war so obvious, Junge. Weil ich halt auch immer hier bin, ne? Ja. Können wir nochmal? Nächste Runde. Du hast wahrscheinlich die erste gewonnen, oder? Ich gehe mal von aus, ja. Dann lass auch mit oben machen. Mit oben? Ja, lass mal nur bis 30 zählen, oder? Ja. 1, 2, 11, 15, 16, 29, 30. Versteckt oder nicht? Beim Wee-Wack muss das sein, wenn du mich einfach so instant so siehst, weil ich nicht gesneakt war. War schon 10 von 10 low, ja. Gott, du machst einfach den Biegen aus, damit ich einfach langsamer hier hinkomme als dann. Oh, wait! Oben in den Kistenlagern auch? Ja, ich hab doch gesagt, oben. Oder war das jetzt Taktik, dass ich nicht. Wenn du jetzt im Kistenlager wirklich stehst, ich bin jetzt schon abgehauen. Absolute Mindgames. Ja, wenn du das halt jetzt wirklich machen würdest, einfach nochmal in die Toilette gehen. Da darf ich ja, oder nicht? Dürftest du ja. Schön gebaut, schöne Details auch. Junge, warum bin ich denn so scheiße in dem Spiel? Junge, wie kann man denn so bad sein? Junge, jetzt machst du noch auf Disrespect mit Sneaken oder was? Oh Mann, Alter. Ich gebe dir einen Tipp. Ja. Also du musst halt den Tipp erst finden. Würdest du dein Versteck sehr gut raten? Würdest du es schnell finden? Boah, dann muss man halt genau gucken, wa? Ach Mann, ich hab's halt zu schnell abgedingst in das Lager, ne? Ja, okay, das ist ein gutes Versteck. Ich finde dich nicht mehr jetzt hier. Hä? Junge, was? Warte, der Pfeil ist schon da, dann musst du ja hier stehen. Hä, bist du dumm? Moin, Meister! Ja, ja, oha, Junge, Sida schreibt, wie suchst du denn? Bruder, du hast heute Nachmittag noch im Hort gespielt, oder was? Okay, Bruder, du bist dran. Okay, Basti, ich fange an. 1, 8, 7, 16, 27, 29, 30, ich komme! Oh ja, ja, ja. Und ohne einbauen, ne? Wo ist denn das Klopapier?
Ich würde in jede Tür gucken. Hallo. Ja, du bist... 50 Cent, bitte. Du bist eh oben, Digga, safe. Machen Sie mal bitte eine zweite Kasse auf. Kick ihn jetzt rein. Kasse, bitte. Hallo, können Sie mir das Avenger aus dem Regal hochheben? Wer ist er denn jetzt? Digga, hä, wo bist du? Das ist der Sinn des Spiels, Fabo. Nein, Digga, wo hab ich dich so übersehen? Digga, nie im Leben bin ich irgendwo vorbeigerannt. Ich sag dir so, ich bin nicht oben. Ja, das ist mir klar. Ja, oha. Ich hab dich entlarvt. Digga, was ist denn das jetzt? Fabo, ich bin in deinem Kopf. Ganz schön leer. Ja, ich finde dich nicht Retalk. Also ich sag so, es ist laut bei mir. Ja, Kinderding halt. Weiß ich nicht. Was ist denn sonst so alles laut bei uns? Digga, wo ist es denn in dem Ikea laut? Im Lager oder was? Hey, ist es im Lager laut? Ist jetzt in Minecraft, nicht jetzt... Ach so, ach Digga, oh mein also Gott. Du bist ja so lost. Ja, bei den Villagern oder wie? Junge, WTF? Ja, hä? Ja, Bruder, du hast den Block abgebaut. Hab ich nicht? Natürlich. Bist du dumm? Natürlich hast du das ab. Hab ich nicht. Oh mein Gott, ja, wow, das ist ja... Oh mein Gott, ja, das ist Cheating, Safe Call. Du hast mit dem Block interagiert, das darf man nicht. Ja, moin, wenn ich die Tür aufmache, bei der Eisen, du hast du nichts gesagt. Aber hier, wenn du natürlich... Ja, Bruder, oha, Junge, also wie ich, das ist unfair gewesen. 5, 6, 7, 10, 16, Junge, ein bisschen 17, langsamer vielleicht. 22, 23, 26, 30, versteck doch nicht, komm. Alles so wie sonst auch, ja? Digga, was hast du jetzt für einen ekligen Cheat jetzt rausgesucht? Okay, ja, ich drück lieber nicht F3A an, ansonsten. Was? Digga, das ist halt absolut... Das ist ja mal so low. Ist das low? Digga, dafür, dass du halt aber dicke Töne gespielt hast, ist das ja mal echt eine low Idee. Ja, Digga, ich bin so einmal rumgerannt und dann dachte ich mir so, fuck, Digga. Und dann war es halt auch schon 30 Sekunden und dann stand ich da drin. Ja, dann komm. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 30, komme. Du gehst auf! Mhm. Was los? Nix. Würdest du sagen, dass du jetzt schon gerade länger brauchst als ich vorhin? Nee. Wie lange habe ich denn noch Zeit? Ein bisschen. Was ist das? Ein bisschen? Du stoppst gar keine Zeit mehr, kann das sein? Nee, mach ich auch nicht. Ich hab gewonnen, Bruder. Hast du nicht? Doch, ich hatte 1,45, du bist schon über 2 Minuten. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich weißt du's, oder? Das war even. Dein Real. Kannst mir nicht erzählen. Aber gut, hast du mich gefunden gerade eigentlich? Nee. Du hast mich noch nicht geschlagen. Ja, du mich auch nicht damals. Damals, ja. Das wär's so 2 Jahre her. Leute, ich hab gewonnen. Ja, wahrscheinlich hast du gewonnen. Jackpot, Digga. Jetzt kriegst du deinen ersten Tod, da kenn ich nichts. Gold, ich hab gegappt. Bitte, ey, lass Bruder nicht Wassereimer. Ich raste aus, wenn die packen. Nein, was ein Wassereimer, ne? Weißt du, was die Strafe ist? Ich darf mir jetzt eine Kleinigkeit wünschen, okay? Weil ich was für Strafe? Du musst meinen Bogen reparieren. Ey, Retalk, das wäre jetzt Fairplay, wenn du das richtig Fairplay wäre das. Wir haben das um nichts gewettet. Naja, aber nur so als kleine Entschädigung. Aber ist okay, merke ich mir, Papa. Ist doch voll okay. Ja, alles gut. Ja. Dann lass noch eine Runde um Strafe machen. Nein, hä, entscheide. Ja, Digga, wir haben am Anfang nicht um Strafe gemacht. Ja, oder kranke Strafe, deine 30 Level. Ja, oha, kranke Strafe bei dir 30 Level weg, oder? Nee, okay, dann halt nicht passiert.